So, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Dodo Wars, letzte Folge der Woche. Wir sind endlich auf Spino Jagd. Jagd? Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, ne? Ich muss mal gucken, wie das geht, ne? Also, Jagd kann man schon sagen. Ja, wir haben auch das erstmal etwas von den ominösen Schalke-Leuten gesehen. Gefunden. Oh, warte mal, was ist das? Du bist auf einmal so leise. Hä? Ich? Ja. Echt? Bin ich leise? Nee, nee, jetzt wieder okay. Das ist schon wirklich reingenuschelt. Wollen wir den da hier ist noch ein Iguanodon. Oh, juckt mich jetzt nicht. Ne? Nee. Okay. Jetzt haben wir da vorne den Ponto hier. Doch. Es ist nicht so viel XP gegeben und hat so lange gedauert. Also noch komm. Wir haben einen Auftrag, Johnny. Ja. Auftrag zu leveln. Naja. Weißt du, das kann man auch auf dem Rückweg machen dürfen. Dass die übrigens wirklich, gerade in der Halbzeit gab es eine Diskussion, die haben quasi echt einfach einen Kanu von denen so weit weggelockt, damit es weiter ins Dino-Cap geht. Ja. Ist halt eine gute Taktik, aber ist auch echt gemein. Gemein, ja. Und vor allem freut sich Moriart so sehr darauf, dass sie auf diese geniale Idee gekommen sind. Ja, deswegen haben wir das gemacht. Naja, das ist schon... toxic. Ich muss mich gleich wieder ausruhen. Nicht, dass ich hier irgendwen ins Fahnenkreuz laufe, während ich hier unterwegs bin. Ja, 75, ja, das ist ja schon mal ein bisschen besser. Ja, ich gucke ja auch immer mal so fröhlich in der Gegend rum. Mhm. Ob hier was passiert, aber nicht so viel, ne? Ja, kann weitergehen. Ich glaube halt tatsächlich, dass die sich die ganze Zeit da im Nordwesten rumtreiben. Ja, ist auch so. Oh, ich hab gekackt. Ja, gut. Ne? Alles zu seiner Zeit. Die Kacktaste ist ja irgendeiner, aber... habe ich jetzt auch noch nicht so aktiv benutzt. Alter, ich muss sagen, ich glaube, das Trampeln ist bei euch... warte, ich muss mal gerade das Trampeln einen Ticken leiser machen hier. Okay. Audio-Effekte. Ich meine, ich habe die bis jetzt ja genossen, aber der Kano trampelt halt so krass, ich glaube, dass man mich kaum noch versteht. Zumindest ist der Ausschlag bei OBS halt fast so laut wie meine Stimme und das ist kein gutes Zeichen. Hm. Ich frag mich, wo die ganzen Spinos sind, du. Dann hat irgendwer über ein Spino gesprochen, obwohl es ein Kano war. Irgendwer. Akamori. ja, so. Naja, die sollen ja bei der dritten Insel sind ja die Dinos, die Spino-Spots an der Seite, ne? Ja, zwischendurch. Also zwischen zweiter und dritter Insel. Nee, nee, bei der dritten Insel die ganze Zeit im Osten. Also hier die ganze Ostküste, aber auch halt runter. Ja, ne? Aber weniger. Also schon bei der dritten Insel da ganz besonders viel. Okay. Wo bist du eigentlich? Ja, jetzt schon bei der dritten Insel gleich. Ja, ich muss mich wieder ausruhen. Okay. Ja. Ich sehe halt hier nichts, was aussieht wie eine Spino. Macht so ein Pronto ist ja auch ein... ist das ein krasser Tank? Ist das auf Dauer sinnvoll? Ah, es geht. Nee, nicht wirklich. Der hat halt nur dieses Wegkicken, ne? Ja, ja. Der hat den Knockback und dass du halt eine Plattform auf seinen Rücken basteln kannst. Ja, was aber bei uns nicht geht, weil es ein Fabrikator ist. Nee, tatsächlich nicht. Ah, da hast du mich also belogen. Ja. Wurde ich jäh berichtigt in den Kommentaren. Natürlich, natürlich. Und... aber... hallo. Guck. Ja, wollen wir ja einmal durchbrechen für die XP? Ja, gut. Weil wir können das auch auf einen potenziellen Rückweg machen. Ne? Oh. Ja, das spawnt ja eh alles wieder, weißt du? Aber, ja. Also ist eigentlich grad egal. Man hat dauert ja auch nicht lang. Fängt an zu schreien, bleibt stehen, ist tot. Jo. Schade. Ja, die Kompis sind halt echt nervig. Hallo. Hast du also Bock? Es kam halt zumindest mal dazu, dass die... ich habe ja die Musik hier drin, um die Angriffsmusik zu nutzen im Kämpfen, aber es kommt halt nie dazu. Aber jetzt kam sie zumindest mal kurz da. Und die Trucks, die sind schon ein bisschen anstrengender. Ja. Ich meine, wir haben auch so viel Fleisch und Leder jetzt. Ich glaube, wir brauchen die gar nicht mehr. Nee. Sekunde, ich muss noch mal wieder kurz... ah ne, ich hab ein Level Up, oder was? Keiner hat ein Level Up? Strange. Doch, jetzt hat der... ach, du verarschst mich doch.
Oh. So, ich guck nochmal in den ins Stammeslochbuch. Ja. Das ist doch cool. Ja, also die Spinos siehst du halt schon von Weitem, ne? Und die sind halt. Ah, ich sehe halt immer sowas in der Gegend spawnen. Das ist halt wie ein Spino. Da wäre es halt super, ne? Ah, hier ist so ein Drop. Also daraus haben wir deine Armbrust. Bist du jetzt ne? auf die. Ja. Bist du jetzt auf die andere. Auf vom Grünen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht von dem grünen Drop, oder? Aber hier ist doch kein grüner, oder? Ist doch blau. Oh, tatsächlich. Oh, der ist halt da unten im Meer. Ja, da sieht jetzt auch nicht aus. Bisschen weniger Interesse. Ja. Oh, guck mal, ein T-Rex! Guck mal. 39, ja. Gönnen wir uns, ja? Ja. Oder nicht? Ja. Ich meine, haben und nicht haben? Ja, ja. Lass doch mal hier zu uns ziehen und dann. Nimmst du die Akku, weil ich weiß nicht, wie viel mein Kano tankt. Ich meine, wir haben halt Prime Meat und alles dabei. Ich meine, wir müssen den nur hier irgendwie legen, dann mauern wir den ein und ziehen weiter. Ja, vor allem, der braucht jetzt halt ewig, bis er hier rauskommt, weil der so langsam schwimmt. Hä? Warum kann ich denn meine Waffe nicht anwenden? Geht das auf dem Kano nicht? Doch. Eigentlich schon, oder? Scheinbar nicht. Oh, nee, vielleicht doch nicht. Oh, das ist ja ultra kacke. Die Schnauze sollst du halten, dich hinlegen. Naja. Ja, ich steig mal ab, ne? Oh. Mhm. Sofort. Nee, ich muss den Kano kontrollieren, sonst attackiert er den T-Rex. Du musst den halt auf Passiv pfeifen, ne? Ja. Der läuft eh schon weg. Ich versuche mal den. Nein, der beißt sich gerade noch an einem Vogel fest. Ja, warte, der muss den Vogel erst noch kriegen. Shit, der Kano. Ach, Mann. Jetzt. Ach, Dude! Bitte stell deinen Kano jetzt auf Passiv oder setz dich drauf. Ich setz mich drauf. Das ist ein anstrengender Kollege hier. Alter, hat so eine weiße Front hier. Aua. Aua. Wie geht's deinem Bären? Ja. Ja? Drittel Leben weg. Okay. Ja, läuft jetzt eh weg. Block mal den Weg Richtung Strand. Nein. Jetzt kackt mein Dino. So, jetzt reicht's aber, Jung. Leg die hin. Ich mal ihn daneben. Komm. Mal Sitz. Jetzt hier so beim Stein wäre er doch praktisch. Jetzt. Na, wunderbar. Okay. So, ich hab noch Prime Meat. Wie sieht's bei dir aus? Vito. So, ich habe aber nur noch 11 Pfeile. Kannst du mir da welche in T-Rex legen? Oh. Ja. Du hast ja noch Nagetöpfchen. Kannst du da auch nochmal welche reinlegen? Dann könnte ich noch Pfeile machen. So, wir brauchen halt für den Spino übel viele, ne? Ja, schon, aber mit 80 ist ja auch. Ja, wir brauchen aber auch ihn zu legen, weißt du? Und wenn du deinen Dino nicht unter Kontrolle hast, ja, ich kannst du weniger jetzt schießen. So. Ja, gut. Okay. Der nächste Tracks. Ja, wollen wir den einzäunen? Oder lassen wir ihn einfach liegen? Nö, guck mal. Wir sind am Wasser. Was bedeutet, hier kommen nur wenige Feinde und alles, was da an Feinden kommt, kannst du mit dem Kano locker machen. Nee, das meine ich ja nicht. Und ich scoute einfach ein bisschen weiter, was? Nee, wir sollten weiterziehen und Spieler suchen, so. Ja, aber ich will den nicht. Also einer sollte immer dabei sein. Nee, dann lass den einzäunen, so. Dafür haben wir die Sachen ja dabei. Weil wir uns hier bei Kano aus dem sparen können, weißt du? Ach, vorbei, es gibt eh nur einen Strandweg, also das ist jetzt. Ja, willst du es so machen? Ja, guck du erstmal. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan davon. Weiß. Also ich guck einfach mal in die Weltgeschichte so. Apropos Weltgeschichte, guck, der Berg wird immer ein bisschen hier. Isst, du dickes Stück! Dass man von den Dingen nicht runterschießen kann, macht's ihn halt gerade tausendmal unattraktiver leider. Ja.
Immer, der macht ja. Ansonsten macht er seinen Job, aber. Aber interessant, dass das nicht geht. Warum vielleicht, hat den Eis dann als Zeitpunkt genommen? Ist einfach irgendwas buggy, so, aber. Nee. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das halt einfach nicht geht auf dem Ding. Dass das nur bei speziellen Dinos quasi geht, weißt du? Ja, aber dann passt der Bär halt noch mehr zu unserem Spieß, der jetzt ohnehin schon. Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Rex? Wollen wir den weiter hinterher schleifen oder ziehen wir den in die Basis? Ey, wir schleifen auf jeden Fall hinterher, ich turn jetzt nicht. Okay. Das dauert dafür zu lange. Dann müssen wir aber gleich auf neutral stellen, dass er nur angreift, wenn er auch angegriffen wird. Jo. Oder vielleicht sogar auf passiv. Okay. Ja, ob man auf passiv interessant hier. Jetzt sofort auf passiv. Normalerweise sind sie auf mein Ziel angreifen, nochmal, also standardmäßig. Okay, hier ist Sachen tot. Wo sind hier Sachen tot? Wer hat hier gerügelt? Was ist denn das? Oh, ein Sattel für einen Skorpion. Geil. Wir hatten einen Skorpion geritten. Nee, im Drop. Ja. Aber wer hat die Viecher hier getötet, ist die Frage. Hallo? Hallo? Nicht ersichtlich. Oh doch, da hinten ist ein Alpha-Raptor. Ja, geh. Welches Level? Okay. 60. Ei. Da bleibe ich wohl besser mal aus der Aro-Range raus. Du hast ein Strohbett zerstört? Nee, das ist schon was her, ne? Nee, Kento Kano. Ah, ist tatsächlich schon was her. Also ich bin so um die halbe Insel wieder rum. Da ist ein Spino. Nice. Ja, dann mach jetzt mal keine Level Solo-Nummer 8. Da. Level 8 kannst du halt echt kriegen. Oh, ein Rex ist da auch noch mit dabei. Was hat der für ein Level? Gucke. Level 6. Die gehen sich gar nicht gegenseitig auf den Sack. Doch, jetzt. Ja, okay, die bringen sich gerade gegenseitig um. Ja, dann schafft die WXP. Also es sind halt zwei Low-Level so, da, also die könnte ich wirklich, ne? Ja, macht die einfach los, so. Das ist Lego ist ein ganzes Gott, oder? Hallo. Ja, natürlich, warum denn nicht? Lego? Okay, das ist halt lächerlich. Ich habe gerade den Rex mit 4-5 Schlägen gemacht. Das ist halt echt lächerlich. Ja, den Spino hier, den können wir eigentlich auch vergessen. Ja. LOL. 5 Schläge war da hinüber. Ah ja, das ist halt. Bei wem mehr das? Und ich hab kaum was verloren mit dem Bären. Ja, dann guck mal weiter, ob du da nicht noch einen Spino findest. Aber ich bin jetzt schon fast wieder an der Nordseite der zweiten Insel. Ach, kacke. Also ich würde eher sagen, dass wir den Rex in die Basis stellen und dann nochmal losziehen. Aber wo wollen wir noch losziehen? Also wir verschwenden ja auch immer wieder Zeit, wenn wir... Ja, aber wenn wir da rausgehen aus diesen... Bist du an welcher Nordseite bist du? Zweite Insel. Okay, aber die... Ich bin ganz im Westen quasi, an der Spitze im Westen. Westen. Aber fast schon wieder nördlich an der Insel. Aber du bist den kompletten Strand abgelaufen. Ja, ja, ja. Also das Ding ist, man muss ziemlich weit weg sein, damit Dinos respawnen, weißt du? Weil ja, aber bei, also zum Beispiel bei 50, 70 sollte halt, da ist so quasi so der Spino Prime Job und bei den Inseln da so bei 55, 70. Ja, dann können wir ja auf die dritte Insel übersetzen. Also dass wir quasi einmal den Rex halt zurück in die Basis bringen. Aber es ist jetzt ja kein kleiner. Ja, aber der, also ich glaube, wir verstehen einfach zu viel mit dem Weg. Ich würde den einfach mitnehmen. Ich meine, der kriegt ja auch Level so, das ist ja kein Drama, wenn er mit uns mitläuft. Okay. Kann Parasaurus meinen T-Rex anfressen? Nee.
aufhören, an meinem T-Rex rumzuknabbern? Der hat kein Fleisch mehr. Ach, Mann. Oh. Gib mir dein Fleisch. Ach, die ganze Kacke nochmal. So. Du bist also kein so wirklich guter Babysitter. Ja, ist ja auch arschlangweilig. Ja, wir sollten unbedingt woanders hingehen. Ja, sollten wir auch. Ja, also der Plan war ja von Anfang an zur dritten Insel quasi zu warten, weil da ja die coolen Sachen sind. Ich würde das jetzt einfach durchziehen. Ja, aber im ganzen Osten war das ja auch der Fall. Nee, das war, wie gesagt, bei der dritten Insel im Osten. Da sind die zwei großen Guten Tag. Spino-Spots. Lass dir mal einzäunen und dann reiten wir los. Alter. Weil du kleiner da stehst, komme ich hier nicht raus. Lieber Herr Kano, mögen Sie bitte. Danke. Dieses Festbacken ist halt echt mittlerweile fast schon als Feature akzeptiert, ne? Aber verstehen tue ich es nicht. So. Also du kannst gerne weiter reiten, ich würde ihn halt bewachen. Weil bisher haben wir alle Dinos verloren, die halt von uns alleine gelassen wurden, bis auf den einen kennt man jetzt. Ja, weil dafür zäunt man sie ja ein. Ja, aber auch da haben wir nicht genug, um den ganzen T-Rex einzuzäunen. Weil hinten die Schwanzspitze guckt dann raus und so weiter, weißt du? Und auch da können Viecher angreifen. Ja, dann reit in die dritte Insel in den Osten und guck dann nach Spinus. Okay. Also wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Dann späh ich da mal kurz drüber. Ich weiß ja gar nicht, wo du eben hingelaufen bist, weil ich dachte, du läufst halt dahin, wo halt die Spinus sein könnten. Na, zwischen Insel 2 und 3 war ja auch Spino-Gebiet. Und ich habe ja tatsächlich auch einen gefunden. Alter, dieser Para, ne, der hat. Weißt du, vielleicht wieder Sex mit unseren T-Rex. Okay. Kann ich mir das nicht erklären. Lass ihn doch machen. Vielleicht gibt's eine coole Mutation oder so. Lul! So. Was macht der hier? Ist auf der anderen Insel drüber. Das ist so ein gelber Drop. Wofür steht ein Gelb? Ja, ist ab Level 50. Das ist ganz gut. Ja, ist leider ein Ticken weg. Ah. Aber wer hat auch nochmal Level. Oh, der Drop wurde gerade genommen. Oder ist selbst gespawnt. Ja, die spawnt. Das geht natürlich auch, oder? Wieso ist hier so blaues Licht? Was soll das? Was macht es? Es leuchtet blau. So, der T-Rex ist jetzt wieder bei 70. Das ist gleich fertig. Wie nennen wir den eigentlich? Der hat halt echt eine geile weiße Flosse quasi, ne? Ja, die Mittelschilder meinst du? Die Schuppen. Mittelschilder? Ja, keine Ahnung. Ja, doch. Man weiß, was du meinst. Das ist die Hauptsache bei der Namensgebung. Dann nenn ihn doch Mittelschild. Ja, ich nenne ihn Mittelschild. Das scheint mir zu passen. Alter, das Erste, was die Tricks macht, ist den Para töten. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Oder wir müssen den auch noch in die Herde aufnehmen. So, wir haben danach noch einen Dino-Spot frei. Ja, ja, da würde ich halt wirklich gerne einen High-Level-Spino reinsetzen. Ja, ich auch. Also ich meine jetzt, klar, wir haben jetzt die Rexe und Pipapo so, aber es ist halt... Da hinten ist ein lila Drop. Wir haben halt Gegner, die ihre Viecher einfach schon eine ganze Weile leveln konnten. Lila Drop ist was? Ja, auch sehr hoch. Sehr schön, sehr 60 schön. Oder so. Da könnten wir gleich auch mal vorbeischauen. Das ist nämlich hier sehr in der Ecke. Da willst du mal wieder fressen, mein Guter? Ich bin jetzt gleich an der Südseite der dritten Insel. 2200 Leben hat der Rex, der hat richtig scheiße. Hast du mir zugehört? Ja, an der Südseite der dritten Insel, oder was? Ja. Und du hast ja der ganzen Ostseite nichts gefunden. Ja. Und da die Inseln, die da noch mit reinzählen, hast du... Auch nicht. Ja, kacke. Niente, nada, nix. Warte mal, dürfen wir ein Giga-Time, wenn wir einen finden?
Ich glaube nicht. Okay. Also vielleicht steht es nicht in der Regel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das... Das wäre schon, wär schon sexy. Hast du die Seite offen? Mit dem Spawnpunkt für die Spinos? Nee, habe ich nicht. Aber die... Aber ja, auf den Inseln selber spawnen die ja scheinbar auch nicht, sondern die laufen... Nee, nee, immer wassernähe. Und er hat ja auch gesagt, so in Flüssen... auch in Flussnähe ist ja auch gut. Aber es ist halt echt strange, dass hier... gehört. Oh, hier habe ich was. Was ist das denn? Warum leuchtet das so? What the fuck? Was ist ein Tapiana? Ich sehe ja einfach ein Alpha Lichtis. Das ist ein Riesenfisch. Ja, ein Killerfisch. Ich habe mal für den Ork gespielt, hier ist Killerfisch e.V. Das ist ein Riesenfisch, Alter. What the fuck? Und das ist ein fucking Alpha. Das ist einfach so Walgröße. Oh. Muss ich mir mal eben näher angucken, ey. Ach du, ne? LOL, und da sind lauter Haie drumherum. Uff, was ist das für ein Tier? Der Endboss. Ja, halt. Der Nieder-Drop ist jetzt rüber. Der T-Rex ist jetzt gleich fertig. Okay. Wird dann mit dem da rüber gehen. Den Nieder-Drop mal holen. Du hast gekackt. Ein kleines Äffchen. Deinen Kackhaufen oder was? Nein. Die kleinen Äffchen, die zählen ja nicht, oder? Oder haben die ein Viertel? Alles hat ein Foto außer dem Dodo. Sagt du, ey, gibt's keinen. Macht's leider keinen Sinn, dass du dir ein Äffchen zähmst, so leid es mir auch tut. Aber ich hab ihn gerade gelegt. Ja, bist du leider, ne? Ich kein Äffchen habe. Ja, tut mir auch wirklich leid. Warum sieht der so anders aus? Okay, dann lassen wir den wieder aufwachen. Oh Gott. Benenne dein Rex Mittelschild. Die Leute denken jetzt, wir haben hier irgendwie so Fronten oder sowas. Ja, ja, so richtige Taktiken. So, ich bin jetzt. Also, ich laufe jetzt. Am südlichen Ende der dritten Insel. Also, ich laufe jetzt quasi an diesem Mittelfluss entlang. Sehr, sehr mittig. Ja, ich komme jetzt mal zurück. Lass mal im Osten treffen. Ja, ich laufe ja gerade in den Westen. Na gut, treffen wir uns im Osten. Läufst du in den Westen? Ja, weil da der lila Drop ist. Ah, so. Ja, gut, dann mach das mal so. Dann komme ich. Ich runde jetzt die ganze untere Insel, ja? Ja, wo bist du denn gerade? So? Mitten Süden und laufe jetzt Richtung Westen. Ja, du bist ja fix unterwegs, mein Bär. Ja. Meine Sorge ist halt, irgendwo hier müssen wir ja auch mal eine Base haben, ne? Ich kann mir fast vorstellen, dass ich jetzt. Ja, aber ich denke mal eher Inland, nicht am Wasser. Ja, ich müsste halt. Hier ist kalt. Das ist ja krass. Ich müsste halt jetzt eigentlich langsam mal übersetzen. Ja, der Mittelschild hat hier natürlich mit den Steinen so seine Probleme, ne? Oh. Ich glaube, hier kann ich mich einmal durchschnetzeln. Ich habe einen blauen Drop gefunden. Falls du den siehst. Im Süden? Nee, gerade nicht. Nicht bewusst. Aber ich schnetze mich hier gerade auch ein bisschen durch. Weiß nicht, Bescheid ist dran. Pingo Mastax hat mir einen Schrank geklaut, sag mal, wie kannst du denn den tragen? der Typ ist ein Schrank, kriegt da eine ganz neue Bedeutung, ne? Ja. Kack du erstmal, ne? Prioritäten sind klar. Habe ich jetzt alles wieder gekriegt? Ja. Ja, einfach ein Schrank. Lul-O-Matic. So, da waren nur Schrott drin, genau. Da schlecken wir. Der Leader-Drop ist jetzt weg, oder was? Ja, die spawnen ja mit der Zeit, ne? Ja, ja, das empfinde ich jetzt schon eher als Mobbing. Bei mir ist die ganze Zeit kalt. Hör mal auf, hier ist ein T-Rex. Okay. Ich bin noch ein Stückchen weg, ne? Umdrehen? Kannst du einfach weghalten? Ja, ja, ich bin dabei, ja, aber Mittelschild zu koordinieren ist jetzt natürlich, ne? Kannst du dir vorstellen. Ich drehe um und der mit seinem Wendekreis denkt sich erstmal, ich renne noch eine halbe Stunde geradeaus. Ey, ich bin erst auf 60, 50, ne? Ich brauche noch eine ganze Weile, bis ich um die Insel rum bin. Das ist natürlich unschön. Soll ich mal mitten durchrennen? Nö. Sicher? Naja, ja, die Lage hier im Griff. Ja. Was war denn der für ein Level, der T-Rex? Weiß nicht, ich konnte noch nicht gucken, weil ich Angst hatte, dass es vielleicht ein nicht... Also so weit ist jetzt die Range auch nicht, ne? Ja, ja, aber ich wusste, du weißt ja, der Wendekreis von T-Rexen ist krass und ich hatte einen. Ja, schon klar, aber wenn, ja,
Also wir könnten halt dann Dinos austauschen, weißt du? Ja, ich weiß. Aber so könnten wir halt schon mal, wären wir schon mal so aufgestellt, dass wir eventuell wieder fighten könnten. Okay, bleib mal stehen. Danke. So, jetzt pfeife ich dich mal auf passiv. Und dann... Gut. Ich lasse den T-Rex mal gerade da stehen und guck mir mal an, was der T-Rex da hinten für ein Level hat. Ja. Sagen, ne? Mittlerweile muss man ja von T-Rex nicht mehr so Angst haben, aber wenn er einer ist, ist er trotzdem erstmal der Respekt da. Vor allem dachte ich mir, vielleicht ist es auch einer von unseren werten Kollegen, ne? Ja. Ich höre ihn halt. Eieiei. Mittelschicht. Mittelschicht. Ja, danke. Komm mal wieder mit. Mittelschild. Mittelschicht. Mittelschild. Ist was anderes. Ja. Ich habe übrigens. Wir könnten auch Titanboas zählen. Die kenne ich. Aha, das sind Schlangen wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Die dich betäuben. Klingt spannend. Ist aber so. Oh, ich bin beim Sumpf. Okay. Ja, verstehe. Okay, das habe ich mir natürlich jetzt eben selbst eingebrockt gehabt, ne? Was denn? Der ist noch dem Ding gefolgt. Verhalten. Oh, jetzt stecke ich hier in so ein Drecksdino fest, der mir einfach durch den Weg geht. Passiv. Du Arschloch, geh weg. Lass mich in Ruhe. Fetter Elefant, ey. Necke! So, okay, das funktioniert ja. So, der T-Rex ist auf Passiv. Mit dem Kano gehe ich jetzt mal gucken. War schon ein interessanter Moment, weil ich dachte, ich suche den T-Rex halt, ne? Aber der Mittelschild ist mir hinterhergelaufen. Ich denke, ich höre doch die ganze Zeit den T-Rex hinter mir und der dreht sich halt die ganze Zeit so um mich herum. Ja. Und auf einmal ist er neben mir. Ich denke mir so, oh fuck, der T-Rex. Oh, warte mal, das. Was hat denn der für ein Level jetzt? Weißt du das schon? Unser T-Rex? Oder der? Nee. Den habe ich nicht mehr gefunden. Gerade. So. Das heißt, ich muss da jetzt wieder hin. Oh, guck mal, ich habe hier eine Base gefunden. Oh. Hier vier, nur vier so Plattformen. Ja, merkt ihr mal die. Ja, ist, also, da ist nichts drumherum. Keine Schränke, keine Kisten, kein Bett, nichts. Sonst natürlich das jetzt schon aus. Ich bin jetzt wieder da, wo die beiden Inseln zueinander schließen, im Westen. Oh, da ist sogar ein Rex. Oh, guck an. Gucken wir mal, was der so treibt. Acht. Okay. Was ist los? Ich hab den Alpha gefunden, einen Alpha Raptor. Ich lauf weg. Tschüss. Okay, ich hab eine witzige Story für ein andermal. Okay. Ich sag mal so, die Tierschritte, die ich die ganze Zeit höre, sind die Kanuschritte, die quasi noch kommen, wenn ich schon stehen bleibe. Ja. Das ist halt. Das ist halt dumm. Ja, okay. Ich bin jetzt wieder auf 2 übergesetzt. Sehr schön. Und sehe dich da hinten, glaube ich. Ich bin zwischen 2 und 3, ne? Mhm. Bist du gerade durch so einen Torbogen durch? Ja. Okay, dann habe ich dich gesehen. Okay, nice. Der Leader Drop ist übrigens doch noch da. Der wurde mir nur nicht mehr gerendert. Oh. Da ist er. Ja. Ah. Oh, hört ihr gerade Mori? Was? Mori, nicht so laut. Was zur Hölle? Haben die den eingesperrt? Vielleicht. Das wäre krass. Ja, hier ist unser T-Rex. Ja. Wollen wir noch zum lila Drop? Oh, eine ich glaube, er ist gerade weg. Ja, ich glaube, er ist gerade weg. Das können wir uns sparen. Ja, dann lass mal schon mal Richtung Base rennen, ne? Ich würde sagen, unsere Spino ausweiten. Wollen wir wieder am Außenrand entlang, falls die respawned sind? Ja, gerne. Nimmst du den T-Rex mit? Nehme ich mit. Ich muss sagen, macht nicht so viel Spaß, mit dem Kahn und den T-Rex zu betreuen. Ist eher anstrengend. Ja, ich würde sagen, Woche Revue passieren lassen. Also Spinos haben wir keine. Wir dachten halt, wir holen uns Spinos, weil sie in der Theorie ein Ticken besser sind als Rexe. Und weil wir auch nicht mehr davon ausgegangen sind, dass auf unserer Insel irgendwas lebt, wie zum Beispiel ein T-Rex. Das hat's aber noch. Deswegen haben wir jetzt jede Menge T-Rexe, was recht witzig ist eigentlich, weil, ich denke mal, Ice und Carla haben halt 5 und wir haben jetzt überraschenderweise 4 relativ random zusammengetrommelt. Da haben wir 4, wir haben 5. Haben wir 5 Rexe? Nee, wir haben 3 in der Base und jetzt der 4. Ah ja, stimmt. Ja.
Quick Math. ja, wir rennen jetzt nochmal. Oh, ups. Wir werden natürlich jetzt in der neuen Folge auch nochmal am Strand entlang rennen, gucken, ob wir den Spino finden. Der Rest hat sich definitiv krasser geprügelt, aber das gibt uns halt endlich mal die Möglichkeit durchzuatmen. Weil sind wir ehrlich, das konnten wir bis jetzt noch nicht so viel und jetzt sind wir gefühlt wieder ein bisschen back in business. Wir werden dann, denke ich mal, nächste Woche die Rexe ordentlich leveln und halt natürlich immer noch weiter gucken, was wir so an Dinos finden. Wir werden dann auch ein bisschen den Kento wieder raussortieren, den Parasaurus auch wieder raussortieren und das Ganze verbessern. Den Kano wahrscheinlich auch, dass man dann Spino hinsetzen kann. Den Kano auch, vor allem würde ich, wenn wir keinen Spino finden, auf jeden Fall einen Bär präferieren, weil vom Kano kann ich scheinbar nicht schießen, das ist nicht so cool. War trotzdem eine erfolgreiche Woche, es war uns mal wieder ein Fest. Bleibt freundlich in den Kommentaren und bis zur nächsten Woche am Montag dann wieder bei mir. Tschüssi. Tschüss.